Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 Part 16. Mittlerweile sind wir schon bei Part 16, die Zeit verrennt ohne Ende. Ich glaube, das sage ich jeden Part. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich aus dieser Eishöhle raus und betreten wieder frische Luft, frische warme Luft und sehen endlich wieder die Sonne über uns. Vorher müssen wir uns noch hier mit den drei beschäftigen. Das geht aber, denke ich mal. Ach so, genau. Ich wollte ja mal austesten. So, und Feuer. Ich benutze ungern Äther. Man bekommt recht wenig davon, finde ich. Oh, gar nicht. Heile, 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 heile. Aber das wird sie eh nicht mehr schaffen. Die werden dann schon tot sein. Und, wie viel verletzt? Ja, das ist doch... ist wirklich sehr gut annehmbar. Auf jeden Fall haben wir beide mit einmal besiegt. Wir hätten auch theoretisch alle drei mit einmal besiegen können. Und ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt aus dieser Höhle raus. Ich freue mich schon. Ich bin nicht so gerne hier drinnen. Ah, es sieht schon ganz, ganz hübsch aus hier. Und man hört die Vögelchen schon. So, wir sind jetzt oberhalb des Nebels. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Die sagt dasselbe wie ich. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Meine Stimme versagt schon langsam. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, hey, nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen? Du weißt ja wohl, was es bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es denn dann für eine Rolle? Und was bildest du, dahergelaufener Bandit, dir eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für dich heißt das ihre königliche Hoheit. Erspar mir dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst hier immer auf einen feinen Ritter? Bitte hört auf, euch zu streiten. Hört auf, hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte diese Reise tatsächlich nicht mehr als Garnet antreten. Oder weiterführen. Ich habe es nicht mehr lesen können. Sag mal, Zidane, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolch. Aber nicht irgendeiner. Hehe, ein sogenannter Liliendolch. Extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolche. Etwas längere wären dann Kurzschwerter. Die ganz großen, für die man beide Hände braucht, zwei Hände. Und dann wären da noch... danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolch, habt ihr gesagt. Prinzessin, der Dolch mag zwar klein sein, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneidet euch bitte nicht. Liliendolch. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nennt mich von nun an Lilly, aber ich werde die Schreibweise ein wenig abändern, weil die mir nicht so gut gefällt. Deswegen werde ich einfach mal Lilly draus machen. Und okay. Nennt mich von nun an Lilly. Zidane, was haltet ihr davon? Also ich finde den Namen klasse. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Leber her wie ich weg wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nee, das war jetzt übertrieben, die hat sonst auch nicht so krass geredet. Nein, nein, in einem Fall wie diesem sagst du zum Beispiel... was würdest du wohl sagen, Vivi? Okay, werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann mal so langsam? Oder so ähnlich?
Ja, also Prinzessin Garnet heißt jetzt Lily. Das wird auch bis zum Ende des Spiels so bleiben. Sie möchte ja ihre Identität eigentlich wahren, verstecken, meine ich, ihre wahre Identität. Und ja, das bürgert sich dann wahrscheinlich auch so bei allen ein. So, wir gucken mal. Hat sie denn jetzt so einen Dolch oder ist das jetzt Zufall? Nee, ich frage mich, wo sie das Teil jetzt eigentlich her hatte. Wer weiß. Also, wir müssen in das Dorf. Ah, hier ist noch so ein Tor. Da drüben ist das Dorf und wir gehen doch jetzt erstmal in das Dorf, in das Tor hier rein. So. Und rein. Ja, meine Stimme versagt wirklich so langsam. Okay, was haben wir denn hier? Ein bisschen plaudern. Das Südentor stellt sozusagen die Grenze zwischen Lindblum und Alexandria dar. Aber es hat noch eine andere Funktion. Die Luftschiffe können nur da fliegen, wo es auch Nebel gibt. Mit anderen Worten, sie können nicht besonders in die Höhe steigen. Das heißt, dass das Südentor sowohl für das allgemeine Fußvolk als auch für den Luftverkehr als Grenze fungiert. Warst du überhaupt schon mal auf einem Luftschiff? Ja, sicher waren wir das. Bitte durchlassen. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Würde es hier gerade was zu arbeiten geben, würden wir ja eine Ausnahme machen. Aber momentan ist nicht viel los. Gib's also auf. Okay, wir können da leider nicht durch, deswegen gehen wir mal zurück. Wir könnten jetzt noch ausruhen wählen, theoretisch. Das können wir aber gleich im Dorf noch machen. Außerdem, das Einzige, was dann passiert, ist dann, dass so ein Mädel angerannt kommt. Ich glaube, ich hatte gerade ein Luftschiff gesehen. Egal. So. Warte mal, ich muss mal gucken. Okay, besser. Ja, und jetzt können wir natürlich, links ist das Dorf, rechts ist noch so eine Art Außenposten für Luftschiffe. Ich werde natürlich erstmal zum Außenposten gehen, da ich dort noch ein paar Items finden kann und ich glaube sogar ein Quest starten. Und ja. Ups, was ist das denn? Sieht irgendwie bösartig aus. Ich habe auch Vivi noch gar nicht geheilt, sehe ich gerade. Moment. So, uns alle heilen. So ist das richtig. Und wir greifen jetzt gleich mal mit Feuer an. Mal sehen, ob das was bringt. Und der kann mal Magieschwert Eis machen. Mal sehen, vielleicht ist auch Eis besser. Das sehen wir dann. Ja, klar. Ach so, und das ist nur Gemach. Gut. 120. Okay. Gut, die Waffe von Steiner ist meist eben ein bisschen stärker. Also statt nur Feuer oder nur Eis. Da ja auch da ein bisschen Bums noch dahinter ist. Und ja. So kann man da nicht wirklich gucken, ob da jetzt Eis oder Feuer besser ist. Das muss ich dann wirklich so mit Zaubern machen. So. Wir gehen mal weiter. Links das Dorf heißt übrigens Dali. Und hier, bevor ich mal reingehe, werde ich aber mal speichern. Besser ist das. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was mich da drin erwartet hatte. Mein Spiel hat gerade kurzzeitig gestockt. So, okay. Wir sind immer noch Level 11 und befinden uns jetzt im Noreko-Plateau. Gut, jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, ich glaube, das sollte wirklich der letzte Part sein. Ah, wir haben hier sogar ein Item, wie es aussieht. Eine High Potion. Schön. Oh, ich mag die Musik. Und was haben wir hier? 135 Chill. Dann gucken wir doch mal direkt in das Häuschen rein. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, da war was. Ach nee, Merkzettel. Außer an Feiertagen kommt das Frachtschiff jeden zweiten Tag zum Aufladen der Güter. Bei dichtem Nebel trifft das Frachtschiff vormittags und bei dünnen erst nachmittags ein. Wichtig, in der Notsituation gelbe Flagge hissen, sage ich. Oje.
Das klingt nach so einem Großvater Josef. Dieser göttliche Duft, den dieser Kaffee von sich gibt. Also der ist passionierter Kaffeetrinker. Und jetzt können wir das, glaube ich, noch nicht wirklich machen. Aber es ist auf jeden Fall ein Quest, der mit diesem Mann hier zusammenhängt. Das werden wir aber bei gegebener Zeit dann rausfinden schon. Dieses Modell wurde doch zur Feier der Fertigstellung des 5. Theaterschiffes gebaut, oder? Man gönnt sich ja sonst nicht. Ich habe es auf eine Auktion in Treno ersteigert. Eigentlich wollte ich mir ja besonders seltene Kaffeebohnen ersteigern. Ein Kumpel von mir hat welche vorausgesetzt. Vorausgesetzt, er hat sie bei dem ganzen Trubel nicht verloren. Ich werde dir das Modell gerne überlassen, wenn du mir solche seltenen Kaffeebohnen bringst. Im Ernst? Ich lüge nicht. Lass mich überlegen. Ich möchte von allem, das ist jetzt so cool, Nestkaffee, Schibo und Prallmeier. Diese drei möchte ich probieren. Falls sie dir irgendwo in die Hände fallen, wäre ich dir dankbar, wenn du sie mir bringen könntest. Aber sicher, Großvater Josef, das machen wir. So, das ist so eine Art Quest, die wir machen können. Dann kriegen wir nämlich dieses Luftschiff, dieses Modell. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ich glaube, die kommen uns eh im Laufe des Spiels eh über den Weg. So, mal sehen, was ist hier? Was soll das hier sein? Na, das sagt ja nichts zu. Ich glaube, aber uns wird das später mal erklärt. Im Laufe der Geschichte kommt das noch. So, wir haben hier eigentlich soweit alles erledigt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich zum Dorf gehen. Dum, dum, dum. Ich werde gleich mal gucken, ob ich im Wald vielleicht sogar schon irgendwie so einen so einen Quiz-Typen wiederfinde. Und? Nee, leider nur normaler Kampf. Naja, kann man ja nichts machen. Ich glaube, hier kommt doch jetzt das erste Phantom irgendwann. Das werde ich dann offscreen auf jeden Fall erledigen. Okay, also ja, jetzt kann ich mal gucken. Feuer hatte ich gemacht, das war ja nicht so prickelnd. Jetzt gucke ich mal, was Eis so Schönes macht. Ui, ja, obwohl, ich weiß nicht so recht, das andere hat auch ein bisschen was über 100 verletzt. Also wenn, ist es nur ganz, ganz minimal der Unterschied. Oh, ich sehe gleich, gleich ist Lilly auf Level 9. Und wir haben eine Zagner-Karte bekommen. Ja, das ist ja schön. Ich gucke direkt mal, was das für eine ist. Komm, komm. So. Karten. Und die Zagner-Karte ist das hier. Sehr schön. Sieht jetzt nicht so besonders aus, ist aber, glaube ich, doch relativ stark. Ich muss mich mal irgendwie belesen, was diese Werte nochmal gesagt haben. Also R heißt auf jeden Fall, das M heißt magische Attacke und P physische Attacke. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was Angriff und was Verteidigung war. Und ich glaube, ein was war magische Verteidigung und eins war physische Verteidigung oder sowas. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Muss ich dann bei Gegebenheit mal schauen. Okay, wo haben wir das Dorf? Das Dorf haben wir hier. Ich versuche noch einen Kampf, beziehungsweise... Hoppala, das war das Falsche. Erst einmal speichern. Wie ich ja erklärt habe, Rackwurz oder irgendwie so aus einer Art, der kommt immer nur beim ersten Kampf, den man im Wald in diesem Gebiet macht, also nach rausgehen aus einer Ortschaft oder Dungeon oder was auch immer. Und dann ist es immer nur der erste Kampf. Und das kann, ihr hört, jetzt haben wir nämlich wieder so einen Kampf und das kann nämlich aber dadurch beeinflussen, dass man zwischendurch speichert. Mal sehen, ob das unser Quiz-Typ ist. Ja, das ist er sogar. Hätte auch das Phantomviech sein können. Oh, ich hoffe, ich kann die Frage beantworten, sonst muss ich gleich mal auf meinen Notizzettel gucken. Gott, weil manche sind echt ein bisschen heftig, die kann man so eigentlich noch gar nicht wissen. Quiz Nummer 4. Meister Avon ist ein Zocker. Na, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall falsch. Bam, bam. Wie gesagt, X bedeutet immer falsch, Kreis bedeutet richtig. Und
Und die Antwort ist richtig. Volltreffer. Wir bekommen jetzt, wie viel? 2000 Jill. Wow. Trefferquote beträgt 100%. Ihr seid einfach die Besten. Dankeschön. So, na gut. Also, ich werde jetzt hier an dieser Stelle mal die Aufnahme beenden. Meine Stimme versagt schon langsam. Es ist schon recht spät. Ich habe Knast. Und so weiter. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir das Dorf betreten und uns da sonderliche Dinge passieren. Alles das erfahrt ihr aber, wie gesagt, erst im nächsten Part. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin Spaß beim Schauen. Und ja, viel Spaß auch noch weiterhin bei meinen anderen Let's Plays und so weiter. Bis dahin und ciao. So, ich bin's nochmal ganz kurz. Und zwar wollte ich jetzt gerade zwischendurch ein bisschen trainieren. Und da ist mir gerade, also wundert euch nicht, dass Pausenmodus ist, da sind mir gerade zwei neue Leute über den Weg gestoßen. Und zwar einmal der Rackwurz wieder. Ach nee, das habt ihr ja mitbekommen, genau. Und hier ist es jetzt so, dass ich habe ja schon davon erzählt, hier ist ein friedliebender Mu gekommen, also so ein sogenannter Phantom. Und ich zeig mal den Kampf. Man hört es wieder an der Musik, dass es recht lieb klingt und das kleine Tierchen möchte einen Jadestein. Das werden wir ihm natürlich auch auf jeden Fall geben. So, hier, bitteschön. So, mal sehen, was passiert. Also er wird jetzt auf jeden Fall geheilt. Er bedankt sich. Dankeschön. Gruß an meinen Freund Sino Spenst. Ah, okay, das sind nicht 9 von diesen Viechern, sondern das nächste Viech ist so ein Gespenst anscheinend, was dann hier auch wieder so ein Phantom ist, dem man so einem Stein geben muss. Ihr habt gesehen, wir hatten jetzt, ich glaube, 11 oder 12 von diesen Jadesteinen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall locker damit aus. 10 AP kriegen wir dafür. Keine Items erhalten, schade. Aber dafür kommen wir unseren Attacken, die wir jetzt neu lernen konnten, recht bald nah. Also die Beendigung dieser Attacken. So, das war's dann noch erstmal wieder von mir. Ich wollte das nur noch mal kurz zeigen. Und ja, wie gesagt, weiterhin viel Spaß bei meinen Let's Plays und ciao!